So, ihr Lieben, hier seht ihr das Museum der Stadt Füssen. Den Mitschnitt hatte ich leider vergessen. Ja, im ersten Video mit reinzuhängen. Aber ich dachte, ich hole das jetzt einfach mal kurz nach und zeige euch so die kleinen Eindrücke. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Angucken. Ich denke, ich werde immer mal wieder ein bisschen was erzählen. Und ja, mich selber freuen, dass ich dieses Mal so viele Videoaufnahmen gemacht habe. Und hier bin ich mal wieder nach vorne auf dem Weg zum Festspielhaus. An dem Wochenende war ich bis auf einen Tag täglich dort. Zwar nicht täglich drinnen, aber zumindest mal ein bisschen laufen gewesen, weil das irgendwie einfach, das habt ihr ja auch schon mitbekommen, so mein kleiner Kraftort ist, wo ich einfach gerne bin und wo ich wirklich, ja, Wohlfühl-Feeling hab und echt Tiefluft holen kann.
hoffe, euch hat jetzt bis jetzt mein kleiner Mitschnitt so ein bisschen gefallen. Wie schon die letzten paar Male komme ich natürlich auch dieses Mal nicht drum rum, als Abschluss wirklich zum Festspielhaus zu gehen. Ich bin jetzt auch schon mal drum rum gelaufen. Das habt ihr auch gesehen. Ja, ich denke, ich werde das Geknirsche und ich habe da auch nicht gesprochen. Einfach mit ein bisschen Musik hinterlegen. Und ja, da hinten ist Schloss Neuschwanstein. Schloss Hohenschwangau sieht man nicht. Das ist von Bäumen verdeckt. Es ist neblig und es nieselt. Das ist also richtiges Aufbruchwetter nach Hause. Ja, auch wenn es mir nicht so leicht fällt, den Ort wieder zurückzulassen. Aber ja, so ist es nun mal halt. Und wir sagen bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis November. Ja, ich würde gern hier wohnen. Ja, ich mache euch jetzt noch ein paar Aufnahmen aus der Altstadt. Und dann werde ich meine Taschen holen und zum Bahnhof wackeln. Also bevor ich es komplett vergesse, wollte ich noch so ein bisschen spoilern. Denn, ne, ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass das meine absolute Leidenschaft ist. Hätte ich ein bisschen mehr Unterstützung auch im Kindesalter gehabt und ein bisschen mehr, ja, Vertrauen meiner engeren Angehörigen an das Talent, das ich damals als Kind wirklich hatte, das hat dann leider irgendwann mal verloren gegangen ist, wäre das auch so mein Weg gewesen, den ich gerne hinter mich gebracht hätte. Und jetzt wollte ich halt noch spoilern, denn ihr seht bis zum 6. September, das ist jetzt zwar nicht mehr so lang, aber ist immer noch der Sommergarten. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr wohnt hier in der Nähe, dann kommt auf jeden Fall dahin, weil da sind so viele tolle Künstler da. Marc Seibert, Jan Amann, Kevin Tate, Odeo Kulpas. Der Odeo, der hat bei Mozart mitgespielt. Dann Chris Murray, Nienke Laten, Philipp Büttner, ja, Roberta Valentini, Judith Kaspari, Maximilian Mann, Mischa Kova. Die Mischa, die durfte ich jetzt als Elisabeth erleben. Also die ist echt mega cool und so lieb. Mit der habe ich sogar einen Tag drauf dann ja, gleich eine Anfrage gekriegt, ob ich ihre Seite liken möchte. Was ich natürlich gleich gemacht habe, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, ob das jetzt rechtens war, dass der da durchgefahren ist. Ich glaube es jetzt mal eher nicht. Ja, aber naja, lassen wir das. Es ist... Nö, hätte er nicht gedurft. Mhm. Ja. Wenn man sich halt hier auch nicht auskennt. Tja, super gemacht. Oh Mann, ey. Manche, echt, da fällt man vom Glauben ab. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der Weg zurück in die Altstadt. Das steht jetzt auf dem Schild 1,7 Kilometer. Aber es ist gar nicht so weit, also. Ich möchte nur immer aufpassen, dass wenn mir jemand entgegenkommt. Ja, wir können nochmal bye bye sagen. Bye bye, bye bye. Ja, schwermütig, wehmütig. Nicht leicht. Ja, ich muss wieder aufpassen. Da ist wieder auf ein Neuschwanstein-Foto. Jagt jemand. Ja, ist immer ein bisschen schwierig, hier Aufnahmen zu machen, wenn man euch was zeigen will, weil einem halt doch relativ häufig die Leute in die Kamera reinspringen. Und so, und ich glaube, jetzt mit dem letzten Blick auf Neuschwanstein beende ich jetzt mal die Aufnahme. Denn ich glaube, also nicht auf den Mülleimer, da Neuschwanstein.
Ich will euch ja nicht einen Mülleimer zeigen. Ich denke mal, Mülleimer habt ihr selber genug daheim. Ich gehe jetzt hier mal ins Grüne. Ja. Da ist dann noch ja ein paar Enten. Leider heute keine Schwäne. Aber ich hatte schon zum Alexander Kerbst und zur Stefanie Kock gesagt, ich spoiler jetzt einfach mal ein bisschen und ich werde sie auch im Video erwähnen. Also wenn ihr grandiose Musicalsänger sehen wollt, Stefanie Kock, Kevin Tate, Alexander Kerbst, Matthias Stockinger, ja, und noch dazu liebe und total sympathische Menschen, mit denen man sich auch richtig cool unterhalten kann. Da hier habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, auf dem Forgensee eine kleine Schifffahrt zu buchen. Mit der Touristenkarte bekommt ihr die sogar günstiger. Die bekommt ihr eigentlich in jedem Hotel und in jeder Ferienwohnung ausgestellt. Ihr zahlt ja auch so eine Kurtaxe. Und ja, damit könnt ihr dann halt eine kleine Rundfahrt buchen oder eine große. Ich habe jetzt beim letzten Mal die große genommen. Ja, und eigentlich wollte ich jetzt mit dem Blick auf Neuschwanstein das Video beenden. Das hat jetzt natürlich absolut hervorragend nicht geklappt. Ja. Aber ich muss mich jetzt langsam losreißen, weil sonst werde ich wirklich total wehmütig. Also Zeit habe ich noch massigst. Aber ja, bevor es dann allzu schwer für mich halt auch wird, möchte ich halt den schnellen und knallharten Cut machen. Und deswegen jetzt auch einfach nochmal in die Innenstadt. Mich vielleicht beim, ich weiß noch nicht, bei der Bäckerei Höfle oder bei der Bäckerei Brunner einfach reinsetzen. Unter Umständen noch einen Kaffee trinken und ein bisschen journalen, bis ich dann meine Koffer wiederhole und ja, es dann in Richtung Bahnhof für mich aufgeht. Auch wenn ich gar nicht gehen will, ich würde am liebsten nochmal einen Tag verlängern. Ich weiß auch nicht. Aber ich fühle mich so dezent ein bisschen verfolgt. Ne? Also, ich weiß nicht warum. Das müsste mir mal jemand erklären. Unser nächster Planmäßiger Halt ist dann Weizen Hopfenau. Der Ausstieg dort fahrt Richtung rechts.